Jetzt erinnere ich mich wieder, schwimmen die nicht alle in Everdaios Seeleichen-Aquarium? Richtig, genau. Er hat die alle Und un mit umgebracht? Unwasser, wo er noch sagte, ja, nee, kein Unwasser, also das, was unter uns ist, was wir dann irgendwie hochpumpen können. Ja, genau, danke, das ist Unwasser, richtig. Aber sind die dann nicht alle tot? Die sind alle tot, das sind alles Wasserleichen. Aber er Oh. wollte die erdgemäß irgendwie bestatten und nicht einfach so in die blutige See reinschmeißen. Und da hatte er dann ja noch Fiona von abgehalten, nach dem Motto, nee, nee, wir schmeißen sie erst später rein. Und dann hatte er sie in dieses Aquarium geschmissen. Und, ja gut, das ist jetzt irgendwie so eine faulende Brühe, schwarz mit irgendwelchen Bröckchen. Und da kannst du halt keine Leichen mehr identifizieren. Nein, ich meine die Söldner und die skrupellosen Piraten, die noch am Leben waren, sind die jetzt auch tot? Weil Nee, die sitzen hier. er hat ja. Okay, weil irgendwie ich dachte, die Leichen wären in deren Raum gefallen. Ja. Und dann hat einfach da erst gesagt, ich mache unter denen nochmal auf und lasse die Leichen Ja, noch aber weiter das fallen. war ja nur so ein kleines Gebiet. Okay, ah, okay. Ich Also er dachte hat die irgendwie, der einmal ganze Raum wäre hier dann so mit in Wasser Richtung dieses durchgeflutet. Fisches plumpsen lassen. Da hat natürlich irgendwie alle aufgesprungen und weg. Und dann hat er nochmal ein Loch geöffnet. Das war aber ein bisschen später danach. Also da sind nicht alle jetzt. War halt nur so ein kleines Gebiet, wo die Leichen gestapelt worden sind. Wo wir gerade über die Söldner sprechen, müssen wir die nicht irgendwann mal füttern? Die sind da jetzt seit, ich glaube, 8 oder 9 Stunden sind die da drin. Ja, richtig, wie wir spielen ja seit 3 oder 4 Sitzungen dieselben 8 oder 9 Stunden aus, genau. Richtig. Also in Echtzeit praktisch. Der Timbo darf noch regenerieren, wenn er will. Man kann sich doch theoretisch auch Darion und Palian anschließen, oder? Da muss man die Plagenbringer auch nicht besiegen. Aber dann spiele ich diese Kampagne nicht weiter. Dann taucht er halt mit der anderen Helden irgendwo wieder auf. Und Darion Palligan hat ein paar neue Offiziere oder irgendwelche Mooks. Das habe ich ja mit den anderen auch gemacht. Also, wir hatten ja die Kunium-Kampagne von Teferi. Und da sind die Leute, so Bahamut, beziehungsweise Morenian, wie er hieß, und der Druide von Jonny, die sind dann ja auch auf der Zufallstabelle, da haben sie eine Plagenbringer getroffen. Und das wurde nie ausgespielt, weil Teferi dann weg war. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, okay, dann war das halt die Gezeitenspinne. Und jetzt sitzen die da als Offiziere und kämpfen gegen die Helden. Ja, Hat geil, erstmal ne? der Druide von Jonny, der gepowergamed war, mit, ich glaube, 120 GP oder 130 GP, ich weiß es gar nicht, hat dann erstmal einen Blitzsichwind Ja, rausgeknuspert. der war hier auch da. Aber den hat er leider nicht geschafft, irgendwie mit zwei Nee, Punkten oder richtig. so. Ja, aber Jonny hat halt das Ding auf, ich weiß nicht, 18. Und wenn du das gegen eine Person jagst, dann bist du halt dein ganzes Leben lang blind. Ja, das stimmt. Aber Blitzsichwind ist auch ziemlich OP. Ja, nur gegen mehrere Ziele daneben. Ich hatte dann irgendwie, ich weiß nicht, was war Ja, aber wenn das? die Initiative auf 0 Sieben. sinkt, dann haben die nur noch eine Aktion. Und die haben Kannst dich krasse nicht Erschwernisse auf ihre orientieren. Angriffe. Kannst dich Genau. nicht orientieren, das ist echt krass. Und selbst wenn das dann nur irgendwie eine Runde dauert, kannst du einfach nächste Runde direkt wieder Blitzsichwind sprechen. Das ist schon sick. Dann sorgst du einfach dafür, dass die Gegner sich gar nicht wehren können und dann kommen da die anderen Jungs und schlachten die alle ab. NPCs rausgesucht, die dann im Rat sind, damit ich weiß, wer da überhaupt dann mit euch redet, wenn ihr irgendwann ein Festum eintrefft. Wer da mit uns redet, hä? Ich rede mit Stadtwache 43. Hey, da ist eine Dämonenarche, geh mal los. Ja, genau. Ich werde ja sagen, ne, weil das könnte schon gefährlich werden für dich alleine. Dann lieber Du hier. solltest dir vielleicht noch deine drei Kumpel mitnehmen. Naja, genau. Und warte, warte, hier. Dieser Dolch hier, wenn du dem den Herz mitten ins Herz rammst, dann tötest du die Dämonenarche. Ich verkaufe sie dir für heute nur für 300 Euro. 300 Dukaten. Ich hab keine Euro. Ja, ne, da musst du dir mir halt irgendwas anderes im Gegenwert von 300 Euro geben. Gib mir deine Rüstung. Dann würfel ich auf Überreden und dann gibt er mir meine Rüstung. Das ist dumm. Ist bestimmt praktisch, eine Festung Stadtwachenrüstung zu haben. Ah ja, was ich heute auch noch machen will, habe ich gestern nochmal drüber nachgedacht. Ich habe jetzt ja 100 Dukaten. Ich will mit der Rüstung von Belharion Manning zu einem Schmied gehen. Möchte das Belhalla-Zeichen durch ein Ronra-Zeichen ersetzen. Das so richtig schön auf der Brust prangt. Wow. Trollalol. Behalte Was ist mit den Widerhaken im Fleisch? ich.
Oder nee, die müssen noch irgendwie abgeschmürgelt werden. Aber die sind schon nice eigentlich. Mit den Dämonenhörnern und sowas auf der Schulter. Vielleicht krieg ich. Ja, scheiß doch drauf, Mann, da ist das Tronra-Zeichen drauf. Wissen beide, dass ich nicht. Da wirst du irgendwann Rondra-Geweihter. Nee, das nicht. Nicht? Nee, ich einfach nicht. Nur Troll rumtrollen. Einfach nur ein Belhala zu baiten, dass er sich mal mit mir anlegt und ich zeigen kann, dass ich die krassere Ficker bin. Ja. Ich sehe hier gerade übrigens das Ende von Blutige See. Das Finale kann, für das Finale kann sich jeder der Helden 150 AP gut schreiben. Krass, das ist ja viel. Ja, richtig gut, ne? Und ich denke mir so, ja, okay. Die haben viel erlebt. Ja, genau das. Ich finde das immer so dumm, wenn du dann, weiß ich nicht, einen Monat lang spielst und dann hast du einen Abschnitt durch und du bekommst dann für einen Monat Spielen deine 200 AP. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Also die Sache ist halt, man muss dann halt schon vorher stark sein, ne? Naja, ich meine, wenn wir später dann Bahamut oder Jahresfeuer spielen, dann können wir das auch so machen, aber ich gebe halt trotzdem nach jeder Sitzung was. Ne, dass ja, nach jeder Sitzung gesteigert werden. Das ist ja auch unterschiedlich. Also ich gebe auch für meine Runden immer direkt nach der Runde AP. Das mache ich jetzt zum Beispiel bei Dingensens nicht. Bei Warhammer 40k, weil die Leute dann schnell zu mächtig werden. Aber bei DSA macht das auf jeden Fall Sinn. Aber ich mache es bei Warhammer zum Beispiel einfach aus dem Grund nicht. Leute dann zu mächtig werden. Aber ich verstehe halt schon auch den Aspekt, warum du den Leuten AP gibst, weil die wollen halt irgendwie Punkte haben, die sie ausgeben können. Eine Belohnung. Oder irgendeinen Fortschritt halt sehen, genau.